Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge DSJ4. So, wir sind jetzt im letzten Springen in dieser Saison angelangt. Leider ist die Saison schon wieder rum. Was ich genau noch vorhabe, bis in die Sommerpause. Naja, eigentlich ist es schon Sommerpause, aber was ich genau nach dem Springen hier vorhabe, werde ich nach dem Video nochmal genauer erläutern. Aber wir konzentrieren uns jetzt aufs letzte Springen. Jakob Janda ist ja ausgeschieden und wir haben Andreas Stern in einer grandiosen Position. Er müsste zumindest auf Rang 3 oder 2 kommen. Ne, Rang 3, glaube ich. Dass er Jakob Janda ablösen kann, noch vor der Weltcupführung. Denn Jakob Janda macht keine Punkte. Also gucken wir mal, ob da noch was möglich ist. Da vorne an der Spitze. Stefan Kraft leider sich auch nicht qualifiziert. Ich wollte einfach zu viel übersprungen und habe den natürlich dann in den Sand gesetzt. Aber wir starten jetzt in den zweiten Durchgang ganz gechillt mal mit Gregor Schlierenzauer. Ganz hohes Niveau im ersten Durchgang. Schauen wir mal, ob wir das im zweiten auch fortführen können. Ja, das schaut schon mal gut aus auch. Hier, ja, der ist schon unterwegs wieder runter. Schöner Sprung, 212,5 Meter mal zum Auftakt des zweiten Durchgangs, ist schon mal ein guter Sprung. Grüne Welter. Der Rückenwind bläst jetzt langsam rein. Gucken wir mal, was jetzt Grüne Welter trotzdem noch zusammenbringt. Naja, er marschiert zweimal nach unten, dreimal nach unten. Der hätte viel weiter gehen können, aber 214,5 bedeutet jetzt mal die Führung. Anders Jakobsen. Der nächste Norweger wird sich auch noch ein paar Weltcup-Punkte schnappen in dieser Saison. Huch. Ein paar wahrscheinlich nicht, aber einen. Der Sprung war nämlich in den Sand gesetzt. Michael Neumeier. Auch er ist im zweiten Durchgang. Kann er vielleicht nochmal die eine oder andere Position gut machen. Auch im Gesamtweltcup. Gucken wir mal. Und der Sprung ist jetzt gut. Ja, der war jetzt gut. Der ist über die Hilses gegangen, 216,5 Meter und belegt jetzt Rang 1. Starke Leistung. Lukas Schlabber. Was springt er noch zum Abschluss der Saison? Das ist nämlich bei jedem jetzt die Frage. Und jeder will natürlich nochmal einen schönen Sprung raushauen. Und der geht runter auch. Auf 216 Meter übernimmt wiederum die Führung von Michael Neumeier. Also es geht hier Schlag auf Schlag. Und der nächste, der gleich nach unten springt, ist Roman Kudelka. Um ein paar kleine Probleme, da drückt er wieder zu viel drauf, drücke ich wieder zu viel drauf. Aber er kommt nochmal unten halbwegs ins Segeln, belegt Rang 2, bleibt hinter Lukas Schlava. Maciekot. Was bringt der Pole jetzt nochmal zum Abschluss dieser Saison zusammen? Die war ja auch nicht gerade die beste für ihn. Ja, sieht auch ein schöner Sprung aus, ja. Also schöne Sprünge hier beim letzten Springen. Und Rang 2 ex aequo mit Maciekot. Ah, mit Roman Kudelka. So. Anders Spadal. 216 Meter braucht er auch ungefähr. Und schauen wir mal, was jetzt der Norweger zusammenbringt. Er hat schon zwei, drei kleine Ruckler da oben gehabt. Geht sich das trotzdem noch aus? Na, wird schwer, wird schwer, wird schwer. Geht sich aber aus 217 Meter. 2,1 Punkte vor Lukas Schlabber jetzt. Thomas Morgenstern. Wohin muss er springen? Auch um die 217 Meter, wahrscheinlich 216, 217. Aber er verpasst den Absprung. Schade, schade. Wird wahrscheinlich nur mal zwei Punkte machen. Der war jetzt auf 192 Meter, Rang 8. Jetzt für ihn. Lauri Asikainen. Da könnte Michael Neumann auch nochmal überholen. Da unten im Kampf, der Kämpfe da unten. Gucken wir mal, ob das der Fall sein könnte. Naja, Lauri Asikainen landet jetzt bei 212,5 Meter auf Rang 6 und ist hinter Michael Neumeier. Also da hat er seine Chance auch vertan. Michael Neumeier bleibt im Gesamtweltcup auch vor Lauri Asikainen. Aber schauen wir jetzt mal, was Janne Ahonen zusammenbringt, denn der könnte noch theoretisch auf den dritten Platz vorrücken. War auch nicht gerade der beste Sprung. 210,5 Meter ist auf Rang 7. Hinter Lauri Asikainen noch und vor Rune Welter zwar. Will seine Position vor Rune Welter behaupten, aber
vor Stefan Kraft kommen die vielleicht nicht, aber vielleicht der nächste, Taku Takeuchi. Ja, das sieht gut aus, der Sprung. Der sieht gut aus, aber fällt hier runter auch zum Schluss und kommt jetzt wahrscheinlich nicht ganz nach vorne, nein. Rang 5 für Taku Takeuchi. Könnte aber schon Stefan Kraft gefährden. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Jan Schiop. Der Absprung war auch Wahnsinn. Wow. Der ist jetzt ziemlich hoch. Kann er den runterbringen? Jawohl. Jawohl. 219,5 Meter. Das ist Rang 1 mal erstmal vorerst deutlich. Und den muss Wolfgang Loitzl erstmal schlagen. Auch Rang 2 wird nicht leicht bei dem Wind im Moment. Gucken wir mal. Ja, der geht auch wieder runter. Wahrscheinlich nicht so weit. Nein, bei weitem nicht. Hallo. Rang 4, aber trotzdem eine gute Leistung für Wolfgang Loitzl beim Fliegen hier. Und ja, 213 Meter doch eine relativ respektable Weite. Als nächstes haben wir Manuel Fettner. Der Rückenwind kehrt ein. Das heißt, unten wird jetzt nicht mehr so viel weiter rausgeholt. Deswegen zählt der obere Teil und Manuel Fettner bekommt es schon ordentlich zu spüren und stürzt. Verdammt. Drei Österreicher am Ende des Feldes. Verdammt. Naja, Peter Priots. Und schon ist die Hälfte des Feldes wieder rum. Schauen wir mal, was Peter Priots macht. Der kann jetzt am Stefan Kraft am ehesten gefährden. Naja, kommt auch halbwegs gut runter, aber es geht sich bei weitem nicht aus für eine Führung. Wahnsinn, nur Rang 11 mit 205,5 Meter. Wahnsinn. Wahnsinn. Piotr Schiller. Da muss mehr drin sein. Da muss jeder Sprung wirklich 1A sitzen, wenn man da vorne mitmischen will. Na, Piotr Schiller hat es auch schon mehr oder weniger hinter sich. 210,5 Meter und auch nur Rang 9. Also man muss auch wirklich schon zur Hilfe hinspringen, wenn man da seine Position halbwegs halten möchte. Unglaublich. Andreas Wank. Schafft er es zumindest zu halten? Na, wie ganz, ne, 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 auch nicht. Er ist ganz schräg rausgekommen und belegt nur Rang 16. Sogar noch hinter Thomas Morgenstern. Wahnsinn, so knapp, dass im ersten Durchgang auch alles beieinander war. Ist klar, dass man jetzt mit einem kleinen Fehler schon ewig weit nach hinten fahren kann. Wladimir Zografski. Der nächste schon in der Luft und er landet auch. Sagen wir mal nur bei 208 Metern und belegt damit nur unter Anführungszeichen auch wieder Rang 8. Sebastian Colloredo war auf Rang 11 nach dem ersten Durchgang. Kann es für ihn nochmal nach vorne gehen, ein bisschen oder nicht? Zumindest sieht er in der Luft sehr solide aus, obwohl er auch ein paar kleine Wackler hat, aber unten ist er stark wieder und belegt Rang 1 219,5 Meter und ist er 0. 0,2 Punkte vor Jan Schiobro jetzt. Also der Sprung hatte ein paar kleine Macken. Auch die Haltungsnot war nicht so gut, aber die Weite hat gepasst. Simon Ammann hat den Absprung komplett verpasst und wird auch mit einem schlechten Sprung den Weltcup aufhören, diese Saison. Und Rang 20 ist das Ergebnis. Also auch er setzt sich ans Ende des Feldes fast. Und Shiro Kobayashi, wir sind schon mitten in den Top 10. Kann Jan, Yoshiro Kobayashi natürlich, nicht Jan Kobayashi, Yoshiro Kobayashi da vorne etwas mitmischen, auch nicht wirklich ganz. Rang 6, aber vor Taku Takeuchi, das hilft natürlich Stefan Kraft im Gesamtweltcup. Und jetzt geht es um den Gesamtweltcup-Sieg. Andreas Stirner. Andreas Stirner hat einen halbwegs guten Absprung in der Luft, stark auch und könnte dann Führung gehen. Er geht in Führung. Er hat getan, was er getan hat, haben muss und jetzt heißt's warten. 218,5 Meter und wenn der heute wieder ge gewinnt, dann wäre echt der verdiente Weltcup-Sieger. Aber schauen wir mal. Er muss zumindest auf Rang 3 kommen. Und das wird hart. Und da sind noch ein paar gute Leute, um die gut Ski fliegen können. Zum Beispiel er jetzt, Ilya Rosliakov.
Aber es geht sich nicht für die Führung aus. Rang 4 für Ilya Rosliakow. Und das Feld wird immer kleiner und kleiner. Gregor de Schwanden war Rang 6 nach dem ersten Durchgang. Er hat nichts mehr im Gesamtweltcup mit zu tun, aber wenn er heute hier sich vor Andreas Stirn setzen kann, dann durchaus. Dann durchaus, denn er sitzt aber hinter Andreas Stirn und Andreas Stirn braucht zumindest den dritten Rang. Schauen wir mal, ob sich das ausgeht. Ville Larinto, im Moment sieht es ja noch sehr, sehr gut aus für ihn, denn er hat auch eine super Weite erzielt. Ville Larinto hatte oben ein paar kleine Probleme, könnte das aber mit Speed unten wegmachen, kommt aber auch nicht über die Hillsides und belegt Rang 5. Karl Geiger. Also, wenn er hinter ihm ist, dann sieht es schon sehr, sehr gut aus. Für sogar einen Weltcupsieg. Also, der Jakob Janda wird sich jetzt sowas von ärgern. Aber schauen wir mal, was Karl Geiger macht, denn der ist auch wieder sowas von hoch da unten. Kann das sich ausgehen? Nee, Rang 2, aber auch nur ganz knapp 1,3 Punkte hinter Andreas Stirn. 1,3 Punkte. Kein 220 am zweiten Durchgang, noch zwei Leute oben und er müsste jetzt von jedem überholt werden, damit er nicht im Weltcup gewinnt. Damit er nicht im Weltcup gewinnt, Severin Freund. Schauen wir mal, was jetzt Severin Freund macht. Nein, auch er gefährdet ihn nicht. Und damit ist Andreas Stirnen der Weltcupsieger. Wahnsinn! Und vielleicht geht er heute sogar nach einem Sieg für ihn. Aber da muss er schon. Ja, da. Norjak Kasa war schon weit vor dem ersten Durchgang. Also vielleicht Rang 2. Kamil Stoch jetzt am Balken. Jetzt geht es nur mehr um den Tagessieg, denn Andreas Stirnen ist doch noch Weltcupsieger geworden. Hätte ich mir ganz ehrlich nicht mehr gedacht. Und Kamil Stoch setzt so einen super Sprung hin auf 219,5 Meter und setzt sich dann nochmal 4 Punkte vor Andreas Stirnen an die Spitze. Und jetzt kann nur noch einer gewinnen, nämlich Noriaki Kasai. Und ich glaube, wenn der Stoch gewinnt, ist er sogar noch Dritter im Gesamtweltcup. Also gucken wir mal. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und geht sich's aus für Noriaki Kasai? Ja. Geht sich aus 217 Meter, Rang 1. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob sich für Andreas Stern ausgegangen ist oder nicht. Jetzt bin ich sehr, 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 sehr gespannt. Aber auch Gratulation auch aus den heutigen Gewinner, Noriaki Kasai. Und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Andreas Stirn gewinnt hier im Gesamtweltcup vor Jakob Janda und Kamil Stoch. Ja, der hat sich dann doch noch um 3 Punkte vor Stefan Kraft gesetzt. Um 3 verflixte Punkte. Na, kein Österreich am Podest. Diese Weltcup-Saison, auch Taku Takeuchi noch ganz knapp rangekommen und auch Peter Preutz und Severin Freund und Janne Ahonen und Rune Welte, alle ganz, ganz knapp um den dritten Rang. Keine 20 Punkte sind die auseinander von Rang 3 bis Rang 9. Also wow, knappe, knappe, knappe Weltcup-Saison. Das habe ich jetzt mal extra rausgespeichert. Und Michael Neumann hat sogar noch Juris Sinkovic überholt im letzten Springen. Janne Harpon ist letzter geworden. Laura Hassikainen hat sich da noch ein bisschen von Andrea Morassi trennen können da unten. Aber sonst eh alles gleich wieder, wie auch immer da unten. Und da unten ist ja auch nicht jetzt das Wichtige, aber Andreas Stirn gewinnt noch diesen Weltcup. Also hätte ich mir vor dem letzten Springer nicht mehr gedacht. Aber er hat es geschafft. Gratulation. Hat auch 3 Siege als einziger geschafft. Und ja, damit gewinnt er den Gesamtweltcup verdient, ehrlich gesagt. Und ja, Jakob Janda war zwar derjenige mit den meisten Podestplätzen, aber hat im Endeffekt dann doch nicht ganz gereicht. 13 Punkte, ein Podestplatz mehr. Oder besser gesagt, einmal Vierter weniger vielleicht. Der hätte es geschafft. Aber wie auch immer, Andreas Stirn ist der große Sieger. Es hat sogar ein 4. Platz gereicht, wenn ich das jetzt anschaue. Es hat sogar ein 4. Rang
rangereicht. Da wäre es noch knapper gewesen, also mit 3 Punkten dann. Aber es hat auch gereicht. Und ja, Andreas Stern hat gewonnen. Und ja, was habe ich noch zu sagen zu dieser zusammenfassenden Saison? Sehr spannende, sehr lange Saison. Ich gehe jetzt erstmal in eine Pause. Und ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ich noch was machen soll über den Sommer. Oder erst dann wieder im November weitermachen soll. Und wenn ein Schanzen-Update kommen sollte, noch vor nächster Saison, dann werde ich natürlich nochmal vielleicht einen kleinen Cup starten mit den neuen Schanzen. Aber das dürfte es dann auch größtenteils gewesen sein mit DSJ4. Ich verabschiede mich dann in die Sommerpause. Und wenn irgendwas noch ist, schreibt es in die Kommentare oder sonst irgendwas. Einfach anschreiben, kein Problem. Ich beantworte gern jede Frage. Und ich mache das zwar normalerweise nicht, aber ich sage Daumen hoch für dieses spannende Weltcup-Finale nochmal zum Schluss. Und naja, was soll's. Wie auch immer, wir sehen uns im nächsten Part wieder nach der Pause, die jetzt eingelegt wird. Und bis dorthin, springt schon brav weiter.